Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des AFC Bournemouth Karrieremodus. Wir sind am Start, die 5. Episode und heute gibt es den Abschluss des Transferfensters, der Transferperiode im Winter. Und wir sehen hier gerade, wir haben einen potenziellen neuen Stürmer und zwar Sergio Kun Agüero. Das ist natürlich nur ein Spaß, denn wir haben ja bereits unsere Stürmer zusammen, beziehungsweise haben zwei sehr gute Stürmer mit Wilson und Faube, aber den wollen wir eventuell verkaufen. Unser Kader wurde noch nicht wirklich extrem verstärkt, muss man ja ganz ehrlich sagen, eigentlich noch gar nicht, wenn ich mich recht erinnere. Es ist Ewigkeiten her, dass ich aufgenommen habe. Ich war ja im Urlaub und dementsprechend weiß ich es nicht, aber wir gucken uns das Ganze gleich nochmal an. An sich, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes wären richtig, richtig geil, eine schöne Marke, die wir eventuell knacken können, während der Zeit, während ich jetzt hier auf Malta bin und ein Video pro Woche von diesem Karrieremodus kommt. Ansonsten Videobeschreibung, IG Vault auf jeden Fall verlinkt für günstige Coins, Rabattcode macht GameTV 6% auf eure Bestellung, die schnell und sicher geliefert wird. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, alles in der Videobeschreibung verlinkt, solltet auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann schauen wir jetzt mal in den Kalender rein, was heute so passieren wird. Wir spielen gegen Norwich nicht, wir spielen gegen Leicester nicht, das simulieren wir genauso. Wir spielen auch gegen Crystal Palace nicht, sondern gegen Arsenal und davor haben wir noch Transfer Deadline und danach geht es eventuell noch gegen Sunderland und Stoke City, je nachdem wie das Spiel bzw. die Episode so laufen wird. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, ich gucke mal kurz an, was wir für Transfers gemacht haben oder planen. So, ich weiß es wieder. Wir versuchen unter anderem einen Stürmer zu verpflichten. Mal sehen, wie das diese Episode so vorangehen wird. Aber erstmal simulieren wir die Partie gegen Norwich ohne kurz oder beziehungsweise mit einem kurzen Blick auf die Tabelle. Wir sind momentan 12. mit 22 Punkten, haben 3 Punkte Vorsprung auf Liverpool, die 18. Da sind und Norwich steht hinter uns und kann mit einem Sieg nicht an uns vorbeiziehen, aber doch können sie. Wenn sie 2-0 gewinnen, dann sieht es schon mal nicht so schön aus für uns. Wobei, nee, wir hatten noch mehr geschossene Tore. Also, sie müssten 3-0 gewinnen, dann sehr schlecht aus. Deswegen schauen wir mal rein und gucken, was diese Partie so gehen wird. Lindelöf und Kempf sind zurückgekehrt in die Innenverteidigung. Dafür sind der rotgesperrte Saint-Just und noch wer rausgegangen. Guck, was, glaube ich, Kasai-Spiel macht das 1-0 und Kempf bekommt rot. Wunderbar. Unterzahl also ab der 11. Spielminute. Kann man ja machen, nachdem man gerade das 1-0 gemacht hat, eine rote Karte kassieren. Mal sehen, ob sich Norwich dann davon erholen wird. Emre Mor kriegt die gelbe Karte, King kommt für Mor rein. Das ist natürlich mal eine Ansage, wenn du den Spieler direkt auswechselst, nachdem er gelb bekommen hat. Vor allem so einen Jungen, der bisher so gut spielt. Nathan Smith macht den Ausgleichstreffer, das sieht man natürlich überhaupt nicht gerne. Aber Wilson macht das 2-1. Gewinnen wir etwa? Wir gewinnen! Wir spielen nicht 1-1, wir spielen nicht unentschieden. Wir gewinnen gegen Norwich. Das ist eine Erleichterung, da haben wir 25 Punkte auf dem Konto. Oh, Halleluja, das ist sehr schön. Wir wollen 13 Millionen für Diverson haben. Das können wir uns nie im Leben leisten. Deswegen 7 nochmals versuchen. Wir haben Angebot für Callum Wilson und zwar von Arsenal. Arsenal für 15 Millionen, aber das geht natürlich gar nicht klar. Und was haben wir hier noch von Dortmund für 13 Millionen? Auch das geht natürlich gar nicht klar. Den wollen wir nicht abgeben. Aber trainieren wollen wir ihn und deswegen machen wir das auch zum ersten Mal in dieser Episode. Jorfa oder Jorfa steigt auf 73, was sehr schön ist. Und auch Wilson steht kurz vor seinem nächsten Upgrade. Saint-Just auch. Und Emre Mor dürfte auch wieder bald soweit sein. Sieht gut aus. Wir möchten so viel Geld für Mamjuf haben. Das geht einfach nicht. Das können wir uns nicht leisten, beim besten Willen. Und auch West Ham möchte Callum Wilson haben, aber nö. So, jetzt möchte Sassuolo Kasai-Schwili haben, aber auch das möchte ich eigentlich nicht zulassen. Außer sie gehen mit 22 Millionen, also deutlich über dreifach machen. Also Diverson werden wir nicht bekommen, der ist zu teuer. Ich werde es eventuell noch mit Leandro Damião versuchen. Der läuft aus, der Vertrag. Vielleicht kriegen wir den irgendwie ein bisschen günstiger. Das wäre eine Option. Wir warten erstmal kurz, bis der Scout-Bericht abgeschlossen ist. Der ist halt langsam wie Sau, ne? Ja. Sogar United möchte Callum Wilson haben. Was ist mit diesem ganzen Verein los, Mensch? Und hier hätten wir ein angenommenes Angebot für Rudi Gestedt von, Aston Villa. Wir machen das einfach mal und schauen, was geht. Hier sehen wir mal seine Werte. 90 Stärke, 81 Sprungkraft, trotz 1,93 Körpergröße, 84 Kopfballpräzision und 76 Abschluss. Ist halt nicht so schnell, aber ist nicht schlecht. Aber jetzt kommt was Besseres. Denn Stoke hat das Angebot für Mamjuf akzeptiert. Und das wäre natürlich ein absoluter Kracher. Ich weiß aber nicht, ob wir uns das leisten können. Er wäre essentieller Stammspieler. Wir haben nicht das Geld dafür. Wir müssen also hoffen, dass sie noch irgendwas verkauft. Und dann können wir es eventuell machen. Oder wir fragen halt nochmal nach Geld. Aber das haben wir gerade erst gemacht. Das ist... Ah, viel zu riskant eigentlich. Gestedt hat halt nur 73, weswegen ich nicht unbedingt auf den aus bin, weil ich halt schon gern einen richtig starken Stürmer hätte, der uns in der Liga hält. Aber müssen wir mal schauen, ob wir uns das irgendwie leisten können. Momentan geht es halt von dem Geld absolut nicht. Schade eigentlich. Bailey Cargill leihen wir auf jeden Fall erstmal aus an Derby County, aber das bringt uns auch nicht viel mehr Geld. Und Rudi Gestedt hätte das Angebot akzeptiert, aber da müssen wir halt gucken. Es wäre die absolute Notlösung, wenn wir bis zum Transfer-Deadline nichts mehr hinbekommen mit dem Geld für Juve.
Es geht im Pokal gegen Leicester City und die sind auf jeden Fall ein schwieriger Gegner. Mal sehen, ob wir uns gegen die durchsetzen können. Haben gegen Southend gewonnen. Ich weiß nicht, ob es im FA Cup war oder im Capital One Cup. Wir werden bis zur Halbzeit warten. Emre Mor macht das 1-0 und dann auf, ja, quasi Skip drücken. Mal sehen, was dann dabei rumkommen wird. Momentan scheinbar ganz gut drauf zu sein. Gerade er bekommt die gelbe Karte, aber das macht ja an sich erstmal nichts, solange er nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, was bei uns ja sein kann. Wir gewinnen 1-0. Emre Mors Tor reicht und wir sind eine Runde im FA Cup weiter. Richtig, richtig geil. Sehr schön. Und das, obwohl Leicester hier echt stark ist. Mit Fuchs, mit Mahrez, mit Kanté, mit Vardy, mit Ujoa. Stark. Wir simulieren mal wieder eine Trainingseinheit und schauen, was bei rumkommt. Wilson steigt und Saint-Just steigt, wie ich es angekündigt habe. Und Tyron Ring steht kurz vorm Upgrade, genauso wie Emre Mor. Das sieht auch wunderbar aus hier. Und tatsächlich haben sie es angenommen. Natürlich ist der Kollege jetzt, ich sag mal, nicht die ideale Besetzung, aber nicht schlecht. Und Diafra Sakho hat akzeptiert und deswegen nehme ich den jetzt mit. Juf kriegen wir wohl nicht, er ist leider Gottes noch zu teuer, aber wir holen uns Diafra Sakho und wir holen uns noch einen Spieler. Und zwar Will Greggs on fire. Your defense is terrified. Der wird nochmal unser Neuzugang werden und wird dann quasi als vierter Stürmer hinten dran stehen. Mal sehen, ob er irgendwie AVB ein bisschen Konkurrenz machen kann. Steve Cook möchte weg. Schade. Er möchte einfach 20.000 mehr Gehalt, das haben wir nicht. Wir haben dieses Geld nicht. Das ist alles Geld, was wir haben. Das bieten wir ihm jetzt an. Und Joe Quigley können wir ein Jahr ausleihen. Das ist auch sehr schön. Jetzt haben wir sogar theoretisch Geld für die Verlängerung, aber ich möchte auch irgendwann mal Jugendspieler hochziehen und das geht da nicht. Hier passiert wohl nichts mehr und dementsprechend können wir den Transfer Deadline Day abhaken und zwar, naja, mit einer relativ positiven Bilanz, denn wir haben Cook nicht verloren. Gut, dass wir Damiao nicht geholt haben. Der ist nämlich sowas von langsam und es hat auch nur eine 74, also hätte sich gar nicht gelohnt, den zu holen. Unsere Jugendmannschaft sieht echt gut aus und sie wird anscheinend auch immer besser, weswegen wir hier jetzt den Kollegen Romero dazu holen. Gefällt mir. Ich schaffe es übrigens nicht mehr, das Spiel gegen Arsenal jetzt noch zu spielen. Allerdings gibt es das noch in dieser Episode versprochen. Nur, ja, muss ich gleich los. Deswegen nehme ich das dann morgen auf. Juan Manuel die Turben möchte gerne spielen. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Übrigens hat Cook das Vertragsangebot nicht angenommen. Und dementsprechend, ja, ist das sein Pech. Wir werden die Turbe auf die linke Seite stellen. Kann er das? Nö, kann er nicht. Aber ist mir ehrlich gesagt egal. Wir werden dazu nochmal ein bisschen den Kader verändern. Aber wenig spielen. Das entscheide ich dann spontan noch. Will Grigg ruft ein bisschen nach oben hier für Daniels und natürlich auch Sakho, der jetzt unser mit VB zweitbester Stürmer ist. Packen wir mal für Smith direkt auf die Bank. Dann sortieren wir das hier nochmal eben und dann sieht das ganz gut aus. Wie gesagt, wenn ich spielen lasse, entscheide ich gleich, das steht für mich noch nicht fest. Aber ich werde sowieso erstmal den Cut machen und dann sehen wir uns, würde ich mal so straight behaupten. Warte mal, wie alt ist er? Wie alt ist er? Er ist älter, er ist besser, dann nehmen wir ihn weg. So, dann sehen wir uns, würde ich sagen, einfach morgen wieder. Bis gleich. So, Freunde, wir sind am Start im Vitality Stadium gegen den FC Arsenal. Es ist der nächste Tag und heute geht es für uns gegen die Gunners. Es wird ein schweres Spiel, es regnet ein bisschen. Kleines Schauer hat sich über das Stadion gesetzt, aber das soll uns nicht aufhalten. Unsere Fans sind auch gut gelaunt und wir wollen heute wieder für eine Überraschung sorgen. Gegen den Tabellenzweiten gehen wir rein mit Berisha im Tor. Davor Iorfa zusammen mit Lindelöf, Kempf und Minks auf der 6 Saint-Just. Davor dann Emre Mor zusammen mit Gradel und Kazaischwili in der mehr oder weniger Dreier Offensivreihe hinter den beiden Spitzen. Wilson und Benedikt Phoebe. Ja, ich bin gespannt, wie das laufen würde. Phoebe. Ach man, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Aber egal, wir gucken uns Arsenals Aufstellung an. Cech Chambers zusammen mit Mertesacker, Gabriel Gibbs, Ramsey, Kuklar, Joel Campbell, Theo Walcott, Mesut Özil und Danny Welbeck vorne drin. Starke Hilfe auf jeden Fall. Aber einige Spieler auf der Bank, wie beispielsweise Alexis, Casola, Bellerin und Giroud. Das heißt nicht die komplette A11 und das könnte für uns zum Vorteil sein. Denn unterschätzen sollte man uns trotz unserer Tabellenposition nicht unbedingt. Da haben wir Iorfa auf Emre Mor und wir wissen, dass der sehr stark im Dribbling ist. Iorfa, der kann auch schießen. Kazaischwili, oioioi, war das Mor oder war das... Ne, Mor kann es nicht gewesen sein. Ich glaube, es war Kazaischwili. Es geht hier direkt mal gut los. Ich habe gerade übrigens noch die Kommentatoren ausgestellt. Die 24 war es. Dann war es doch... Ne, war Kazaischwili, genau. Da ist wieder Emre Mor gegen Kieran Gibbs. Der ist zu schnell und der Ball auf Kazaischwili, der dann leider Gottes... ein bisschen abgebremst hat, kommt nicht an, aber wir stehen bisher gut. Arsenal war gerade in den letzten Minuten ein bisschen überlegen, aber vielleicht kommen wir jetzt mal wieder nach vorne über Callum Wilson. Jetzt raus, Emre Mor kommt da ran. Jawohl, zweiter Pfosten ist VB. Oh, Petritschek, das wäre natürlich das Highlight der Episode gewesen. Ui, Cech muss schon wieder eingreifen. Kopfball kam, glaube ich, von Marc-Oliver Kempf, ja genau, nach Kazaischwilis Ecke. Yeah, Arsenal schwimmt ein bisschen im Regen. Oh, Saint-Just, der kann eigentlich gar nicht schießen. Die Flanke von Wilson. Seht ihr das? Arsenal ist wirklich gerade nervös. Oh, die nächste große Chance. Es war eigentlich ein Foul hinterher noch, aber wurde nicht gepfiffen. Und jetzt ist Cech da.
Ja, 45 Minuten. Ich bin gleich mal auf die Schussstatistik gespannt. Halbzeit 0:0. Wir halten uns gut gegen die Gunners. Wir halten uns nicht nur gut, eigentlich müssen wir führen. Zweite Halbzeit, es kann was gehen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück. Die müssen vor allem ein bisschen mehr nach vorne machen. Da können wir noch kontern dazu. Da geht auf jeden Fall was in Richtung 3 Punkte. Ich musste eine wichtige Sache machen. Hab nicht aufgepasst, hätte auf Start drücken können. Habe ich nicht gemacht. Dann kommt Danny Welbeck und macht das 1:0. Fuck. Vor allem so dumm. Lindelöf fällt schon noch ab. Mist. Wir haben jetzt zweimal gewechselt, weil seit dem Tor nach vorne nichts mehr gegen Joshua King ist drin. Genauso wie Diafra Sakho, also unser Neuzugang. Da haben wir direkt mal Joshua King gegen Nacho Monreal. Schnell ist er, ja. Da muss er sich ganz knapp durchsetzen. Da drüben ist jetzt Sakho, aber ich kann ihn gerade nicht anspielen. Da kommt Wilson an den Ball. Sakho abgelegt auf Joshua King. King! Oh, schade. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen. Wilson, wir können nicht wirklich was machen, weil Arsenal sehr tief hinten drin steht. Das ist nochmal Dominic Iorfa, unser Außenverteidiger. Der hat ja auch schon ein Tor gemacht, aber so wird das wahrscheinlich nicht. Jetzt der Ball in die Mitte, da ist Joshua King abgefälscht. Fuck. Kasajschwili und Cech ist da. Fuck my life. Jetzt kommen wir nochmal nach vorne, aber es wird wohl nicht mehr reichen. Leider, ich habe durch eine ganz dumme Geschichte hier gerade meinen Sieg gegen Arsenal verschenkt. Warum mit der Hacke, Junge? Warum mit der Hacke? Warum nicht einfach einen Fallrückzieher? Oder irgendwie sowas in der Richtung. Das hätte funktionieren können. Jetzt nochmal Max à la Gradel. Oh, nee, das war der falsche Move. Den wollte ich gar nicht machen. Aber vielleicht trotzdem die Flanke. Nein, er verliert den Ball. Aber nochmal Einwurf. Nein, auch das nicht. Und es ist vorbei. Fuck, wir verlieren gegen Arsenal. Total unverdient eigentlich und total unnötig vor allem. Mein Fehler. Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen. Das war einzig und allein mein Fehler. Deswegen ärgert es mich umso mehr. Totale Dummheit. Und das bringt uns natürlich jetzt gerade nicht weiter. 12:5 Schüsse und wir verlieren dieses Spiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ansonsten, ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, wer hinter uns steht. Ich schalte die Tabelle nicht durch. Turbo wollte spielen, wir haben ihn nicht spielen lassen, aber er ist ja sowieso nur ein Leihspieler, von daher nicht so wild. Callum Wilson steigt auf 78. Ich war mir relativ sicher, dass wir das letzte Episode schon hatten. Oder letzten Teil der Episode, komisch. Oh, naja. Wir simulieren noch das ganz wichtige Spiel gegen Sunderland. Die haben zuletzt 1-1 gegen Liverpool gespielt. Wir spielen mit Berisha, Iorfa, Lindelöf, Kempf, Minks, Richie, Iturbe, Gradel, Sermon, Wilson und Sakho. Gerade eben war Iturbe enttäuscht, dass er nicht gespielt hat. Jetzt ist er in der Startelf. Mal sehen, wie es laufen wird gegen Sunderland. Wir warten wieder bis zur Halbzeit und skippen dann. Spielen mit dem Dosh und Lenz vorne drin. Das ist natürlich eine starke Aufstellung. Oder anders auch Lindelöf. Nach 16 Minuten sind wir auswärts in Unterzahl. Natürlich schön beschissen. Ja, das wird sich wahrscheinlich irgendwie negativ auswirken. Nein, wir spielen immerhin 0:0. Das ist besser als nichts, gerade auswärts in Unterzahl. Aber blöd, dass der Rot bekommen musste. Und dann spielen wir auch noch in der nächsten Episode direkt gegen Chelsea im Pokal. Das ist natürlich meine Hausnummer. Wir haben hier noch einen Bericht aus Spanien, aber da sind keine interessanten Spieler eigentlich nie dabei, weil wir uns sowieso nichts leisten können. Der einzige, den ich noch interessant finde, ist El Arabi, weil der einfach so krankes Dribbling hat. Aber müssen wir mal schauen, momentan ist sowieso noch Winter, beziehungsweise gerade Transferperiode vorbei, deswegen müssen wir uns momentan damit nicht beschäftigen, aber dann vielleicht im Sommer. Wenn euch diese Episode heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. 1000 Likes wären richtig nice und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.